Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Mordfall aus dem Jahr 2021. Das Opfer war der 41-jährige René Kunze. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 12. April 2023. Und zugetragen hat sich die Tat in der Nacht auf den 14. Juli 2021. In der Einleitung zu der Rekonstruktion erzählte Rudi Zerne: In unserem ersten Fall geht es jetzt um den Mord an einem Mann, an René Kunze, genannt der Metzger. Ein Mann, der sich in seinem Leben, so sagt man, nicht nur Freunde gemacht hat. Für die Kripo ein äußerst komplizierter Fall, denn alle Beteiligten und Zeugen reden nur ungern mit der Polizei. Und so stehen die Ermittler nach zahlreichen Vernehmungen teilweise einem verworrenen Geflecht von Aussagen, Behauptungen, Lügen und Tatsachen gegenüber. Wer sagt die Wahrheit und wer nicht? Die Darstellung beginnt dann in Wiesbaden. René Kunze wird von einem Anruf auf seinem Handy geweckt. Ein Bekannter ruft an und sagt: Na du alter Spritkopf, schon wieder fit? Es scheint kein ganz so erfreulicher Anruf zu sein, denn René ist durch diesen Anruf etwas aufgebracht. Der Sprecher Christian Baumann erzählt dazu: Wiesbaden 2021. René Kunze ist 41 Jahre alt. In seiner Jugend hat er eine Ausbildung zum Fleischer absolviert. Deshalb wird er von fast allen, die ihn kennen, Metzger genannt. René hat schon frühzeitig eine kriminelle Laufbahn eingeschlagen. 2003 wird er wegen des Raubmords an einer 90 Jahre alten Frau zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Und auch nach seiner Haft gerät er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Zuletzt hat er in Mainz ein Bordell betrieben, doch durch Corona ist sein Geschäft pleite gegangen. Die nächste Darstellung befindet in einem Club und dort trifft René einen Bekannten und erkundigt sich nach einem Francesco, also ob der da ist. Der Bekannte sagt: Der Kleine, glaub, den habe ich irgendwo gesehen. René sieht sich dann suchend im Club um und dann hat er den Gesuchten entdeckt. Er ruft ihn zu sich, spricht ihn direkt an und sagt: Ich habe gehört, du erzählst Bullshit über mich. Francesco sagt zu ihm: Ich? Was? René fasst sofort in sein Gesicht und bedroht ihn. Er sagt: Ich habe gehört, du erzählst überall rum, ich bin ein Polizeispitzel. Francesco sagt: Nein, das haben andere erzählt. Ich habe das nur aufgeschnappt. Es eskaliert und René schlägt zu: Erzähle nie wieder so einen Scheiß über mich, ist das klar? Francesco sagt ernstvoll ja. Und René will nochmal zuschlagen, wird aber von dem anderen Bekannten davon abgehalten. Dieser sagt: Mensch Metzger, lass gut sein. Du machst ja diesen Jungen kaputt. Komm, ich gebe dir einen aus. Dazu erzählt dann Christian Baumann: Seit kurzem hat René eine neue Lebenspartnerin. Am Mittwoch, dem 13. Juli 2021, sucht er mit ihr einen befreundeten Autohändler auf. Und zwar im Wiesbadener Vorort Mainz-Kastel. Es geht um eine Reparatur an ihrem Auto. Der Autohändler fragt: Bis wann braucht ihr das Auto denn wieder? Und sie antwortet: So schnell wie möglich. Freitag will ich damit nach Kroatien. René kommt danach. Also gut, ich werde sehen, dass wir das hinkriegen, sagt der Autohändler. Und René sieht dann zum Schaufenster raus und sieht seine Ex-Freundin auf den Hof des Autohändlers fahren. Der Autohändler fragt dann, da er bemerkt hat, dass René zum Fenster rausstarrt: Ey Metzger, was ist denn los? René dreht sich um und sagt: Was macht denn meine Ex-Freundin hier? Der Autohändler sagt: Roxy kommt ja öfters vorbei, mit der Ute auf einen Kaffee. René sagt: Ich gehe mal raus und rede mit der. Und als René dann rausgeht und seine Exin sieht, sagt sie: René, du hier? René erwidert: Ich habe hier zu tun. Und ihr? Ein bisschen mit Timo quatschen. Und dann sagt sie noch zu ihm: Ich habe dich angerufen, aber du bist nicht rangegangen. Und er sagt darauf: Roxy, weißt du doch, Geschäfte. Christian Baumann schildert dann: An diesem Tag trifft René zufällig seine Ex-Freundin Roxy in Begleitung ihrer Freundin Ute Gerber. Da im kurzen Gespräch fahren die beiden Frauen dann wieder. Und der Autohändler fragt dann die neue Freundin von René, ob sie denn die Ex-Freundin kenne. Sie sagt: Nee. Der Autohändler meint daraufhin: Sei froh, die kann anstrengend werden. Dann erzählt Christian Baumann: Während seine Freundin darauf wartet, dass ihr Auto fertig wird, verlässt René ebenfalls nach knapp einer Stunde das Gelände des Autohändlers. Gegen 18 Uhr taucht René an einer Tankstelle in Mainz-Kastel auf. Nur wenige hundert Meter von dem Autohandel entfernt.
Er kauft sich ein Getränk und Zigaretten und geht kurz auf die Toilette. Dann verlässt er die Tankstelle wieder. René kann auch ein freundlicher Mensch sein. Er kommt dann an zwei spielenden Kindern vorbei. Der Ball fliegt in Richtung René, er fängt ihn und die beiden Kinder fragen höflich, ob sie den Ball wieder haben können. René lacht dann und sagt mit einem Grinsen im Gesicht, na klar, gerne. Am nächsten Morgen, knapp 450 Meter von der Tankstelle entfernt, auf einem abgelegenen Weg unter einer Brücke. Die Polizei und die Spurensicherung ist vor Ort. Da fragt dann einer der Ermittler, wissen wir schon, wer der Tote ist? Papiere oder so hatte er keine bei sich. Aber wir haben seine Fingerabdrücke gescannt und sein Gesicht. Und siehe da, Treffer. René Kunze, wohnhaft in Wiesbaden, vorbestraft, immer mal wieder auffällig gewesen. Angefangen von der Förderung von Prostitution, Drogengeschäfte, Körperverletzung. Todesursache? Ich bin noch nicht fertig. Aber es gibt zwei Einschüsse im Oberkörper, wahrscheinlich kleines Kaliber. Es ist kaum Blut ausgetreten. Wurde er denn hier getötet? Kann ich noch nicht sagen. Ich denke aber nicht. Was steht denn da über seinem Auge, sagte einer Ermittler. Misanthrop. Das heißt so viel wie Menschenhasser, Menschenfeind. Dann meinte der andere Ermittler, na, das klingt ja vielversprechend. Christian Baumann berichtet dazu, um herauszufinden, wer ein Motiv und die Gelegenheit für den Mord gehabt haben könnte, vernimmt die Kripo unzählige Zeugen. Auch die aktuelle Freundin wird vernommen. Sie sitzt weinend einer Polizeibeamtin gegenüber und sagt ganz aufgelöst, ich kann es gar nicht glauben, René war doch so lieb. Ich weiß nicht, wo er gestern Abend noch hin wollte. Wir hatten ausgemacht, dass er mich später noch anruft. Und der Autohändler sagt aus, ich war so mit dem Auto beschäftigt, dass ich gar nichts mitbekommen habe. Nur, dass René zu Fuß losgegangen ist. Der Bekannte aus dem Club sagt, es gab natürlich Leute, die mit dem Metzger eine offene Rechnung hatten. Aber mit den Bikern hat er nicht mehr viel zu tun. Aber er hat manchmal als Geldeintreiber gearbeitet. Und da hat er den armen Kerlen auch mal ordentlich eingeschenkt. Und Francesco sagte aus, mein Gesicht war grün und blau, der Bastard. Nur weil der Metzger dachte, ich hätte irgendetwas über ihn erzählt. Der Polizist fragt ihn, aha, hatten Sie da nicht Rachegelüste? Natürlich, aber sowas nein, hätte ich mich nie getraut. Christian Baumann erzählt dann, noch am selben Tag erhält die Polizei Aufschluss darüber, wo sich René vor seiner Ermordung aufgehalten haben soll. Auf einem Grundstück etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt. Und dann springt die Darstellung. Die Polizei ist bei Ute Gerber. Und der Ermittler sagt, sie haben doch gerade ausgesagt, dass René Kunze gestern Abend noch hier war. Also wenige Stunden, nachdem sie und ihre Freundin Roxy ihn beim Autohändler getroffen haben. Was hat er denn hier gemacht? Ute antwortet, keine Ahnung. Er wollte zu Roxy, sie wohnt gleich nebenan. Die zwei hatten eigentlich immer wieder Kontakt. Auch wenn sie jetzt nicht fest zusammen war. Ich war gestern Abend mit meinem Ex-Mann verabredet. Wir wollten zusammen essen gehen, so gegen 18 Uhr. Und da habe ich dann René gesehen, der dann zu Roxy wollte. Und dann sind wir gegangen, mehr weiß ich nicht. Auch Roxy wird auf der Polizeidienststelle vernommen und sie weint um ihn. Ja, natürlich. René war bei mir. Der Polizist fragt dann, und warum? Sie sagt, wir haben geredet und wir hatten Sex. Aber sie wissen schon, dass René eine neue Freundin hatte. Roxy sagt nicht wirklich, wir waren schon lange verlobt. Und wie ging es dann weiter, will der Ermittler wissen? Irgendwann ist René nervös geworden, war er oft in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Dann hat er telefoniert, aber ich weiß nicht mit wem. Er ist ausgeflippt am Telefon. Was wollt ihr mich verarschen? Das wollen wir doch mal sehen. Bis gleich. So in etwa war das Telefonat. Dann hat er seine Sachen gepackt und hat gesagt, dass er nochmal los muss. Ich muss was Dringendes erledigen, meinte er als letztes. Roxy erzählt dann auch, dass sie ihn gefragt hat, was los ist. Und er hat keine Antwort gegeben und verließ dann einfach wütend das Haus. Roxy rief ihm noch hinterher. Kommst du heute nochmal wieder? Ja, ich verspreche es. Bis nachher, meinte dann René. Das war das letzte Mal, dass ich René gesehen habe, erzählt Roxy. Wenn ich das gewusst hätte. Um wie viel Uhr ist René denn gestern Abend gegangen? Sie sagt, ich weiß es nicht, so zwischen 8 und 9 Uhr abends. Gut, vielen Dank. Das wär's fürs Erste, sagt der Ermittler. Sie können gehen. Die Ermittler unterhalten sich dann und der eine meint, und was denkst du?
Der andere sagt, keine Ahnung. Glaubst du, dass jemand René angerufen hat, um ihn irgendwo hinzulocken, um ihn zu töten? Möglich wär's. Genug Feinde dürfte er gehabt haben. René wog 110 Kilo. Ich bin mir sicher, dass mindestens zwei Personen nötig waren, um ihn da unter der Brücke abzulegen. Seine Tasche und die Goldkette haben die Täter mitgenommen. Ich frage mich nur, warum sie ihn so offen abgelegt haben. Vielleicht war es ein Mord im Milieu und das sollte anderen als Warnung dienen. Der andere Ermittler meint, ja, das klingt plausibel. Es nutzt uns nur nichts, solange wir nicht wissen, mit wem René zuletzt telefoniert hat. Das stimmt, meint der andere. Na gut. Christian Baumann erzählt dann, da René Kunze verschiedene Handys mit wechselnden Rufnummern benutzte, lässt sich nicht herausfinden, mit wem er vor seiner Ermordung telefoniert haben könnte. Doch es gibt eine andere, weitere, wichtige Spur. Neben der DNA von Roxy findet die Polizei an der Kleidung des Toten auch DNA-Spuren eines unbekannten Mannes. Alle männlichen Bekannten von René werden um Abgabe einer Speichelprobe gebeten. Ohne Erfolg. Die DNA kann keinem der Männer zugeordnet werden. Dann, 6 Wochen nach dem Mord, macht die Zeugin Ute Gerber neue überraschende Angaben zu dem Abend des Verbrechens. Der Ermittler fragt sie, warum sind Sie nochmals hergekommen? Sie sagt, ich habe Ihnen damals nicht alles gesagt. Als ich damals mit meinem Ex-Mann zum Essen bin, da habe ich ja René ankommen sehen. Und zu dem Zeitpunkt, da stand mein Auto noch vor dem Haus, ein blauer Golf. Und als ich dann vom Essen wieder nach Hause kam, das war so gegen 22 Uhr, da war mein Auto weg. Das hatte sich mal wieder Roxy genommen. Ich habe meine Schlüssel immer offen rumliegen lassen. Das hat sie dann öfters gemacht, dass sie einfach den Wagen genommen hat. Obwohl sie nicht meinen Führerschein hat. Und am nächsten Tag war mein Auto wieder da. Und Roxy wollte, dass ich sie an 2 Stellen fahre. Da wollte sie dann irgendetwas loswerden. Das war aber alles, bevor ich wusste, dass René tot ist. Was wollte Roxy denn loswerden, will der Ermittler wissen. Sie hatte so einen Stoffbeutel dabei und ich glaube, dass ich die Tasche und ein paar von Renés Handys da gesehen habe. Und in einem Schal, da hatte sie etwas eingewickelt, was für mich wie eine Waffe aussah. Und ich weiß, dass sich Roxy vor einer gewissen Zeit eine Pistole zugelegt hat. Unter der Hand von einem zwielichtigen Typen. Und das alles sagen sie uns erst jetzt, sagt der Ermittler. Ja, ich hatte Schiss, als ich Roxy vor ein paar Wochen darauf angesprochen habe. Da ist sie voll ausgerastet. Und dann habe ich sie rausgeschmissen. Und wo ist sie jetzt? Keine Ahnung, sagt Ute. Ihnen ist schon klar, dass sie ihre Freundin Roxy damit bezichtigen, etwas mit dem Mord an René Kunze zu tun zu haben. Ute antwortet mit ja. Wir müssen Roxy sofort finden, sagt einer der Ermittler. Und wir müssen ihren Golf untersuchen. Vielleicht wurde die Leiche damit abtransportiert. Wo ist der Wagen jetzt? Den gibt's nicht mehr, sagt Ute. Was, sagt der Ermittler? Ich habe den Wagen noch am selben Tag verschrottet. Der Termin stand schon ewig fest, weil das Getriebe komplett kaputt war. Christian Baumann erzählt dazu, durch diese neue Information wird die Ex-Freundin von René zur Haupttatverdächtigen. Roxy wird verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen macht sie keine Angaben. Mit Tauchern sucht die Polizei nach den Gegenständen, die die Beschuldigte im Main entsorgt haben soll. Der nächsten Darstellung unterhalten sich die Ermittler dann. Glaubst du, Ute Gerber hat uns die Wahrheit gesagt? Warum sollte sie lügen und ihre Freundin hinhängen, sagt der andere. Sie selbst hatte ja nichts mit René zu tun. Vielleicht war es ja ein Eifersuchtsdrama wegen seiner neuen Freundin. Roxy ist ausgeflippt und hat ihn erschossen. In ihrer Wohnung, meint der andere Ermittler. Da haben wir keinerlei Spuren gefunden und irgendjemand hätte ihr helfen müssen, die Leiche ins Auto zu bekommen und wegzuschaffen. Der eine ist der Unbekannte, dessen DNA wir gefunden haben. Möglich, aber ganz ernsthaft, ich weiß in diesem Fall überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll und was nicht. Vielleicht wurde René auch von jemandem erschossen, den wir noch gar nicht auf der Rechnung haben. Und diese ganze Darstellung findet am Main statt, während die Taucher dort am Gange sind. Und ein Taucher unterbricht dann das Gespräch der beiden Ermittler. Er hat etwas gefunden. Allerdings ist es leider nur eine Fernbedienung. Also nichts, was mit der Tat zu tun hat. Christian Baumann erzählt dann weiter, weder die Tatwaffe noch die fehlenden Gegenstände aus dem Besitz von René können gefunden werden. Dann 3 Monate später gibt es eine neue Entwicklung, die der Kripo Hoffnung macht, den Fall doch noch lösen zu können.
Einer der Ermittler bekam einen Anruf, der Hoffnung aufkommen lässt. Der dunkelblaue Golf von Ute Gerber wurde doch nicht verschrottet. Der Schrotthändler hat ihn weiterverkauft und er ist auf Umwegen in Belgien gelandet. Der sollte diese Woche von Antwerpen nach Afrika verschifft werden. Aber die belgische Polizei konnte es gerade noch verhindern. Und jetzt ist er auf dem Weg zu uns. Dazu erzählt dann Christian Baumann: Doch auch dieser letzte Hoffnungsschimmer erlischt. In dem Golf werden keine Spuren von René gefunden. Oder Hinweise darauf, dass seine Leiche mit dem Auto transportiert wurde. Am 8. November 2021 wird Roxy aus der Untersuchungshaft entlassen. Aus Mangel an Beweisen. Wer sagt die Wahrheit in diesem Fall und wer lügt? Von wem wurde René erschossen? Bis heute ist der Mord an René Kunze, den alle Metzger nannten, ein einziges Rätsel. Damit endet dann die filmische Rekonstruktion des Falls. Der Nachbesprechung ist Kriminalhauptkommissarin Schmidt im Studio. Und Rudi Zern erzählt, bis heute ist auch noch vollkommen unklar, was an dem Abend passiert ist, als René Kunze starb. Und hier ist jetzt die Ermittlerin, die mehr dazu herausfinden will. Rudi Zern fasst den Fall dann nochmal kurz zusammen. Zunächst sah alles nach einem Mord im Milieu aus. Dann gerät die Ex-Freundin unter dringenden Tatverdacht. Dieser ließ sich aber nicht daher. Und an welchem Punkt steht die Kripo jetzt? Die Kriminalhauptkommissarin antwortet: Bisher konnten wir weder in der Wohnung der Ex-Freundin noch in dem Golf, der eventuell zum Transport der Leiche benutzt wurde, Spuren sicherstellen. Trotz intensiver Suche konnten wir auch die Tatwaffe nicht finden. Zudem hätte die Ex-Freundin zum Abtransport der Leiche Hilfe benötigt. Aber auch hier leider kein Ergebnis. Rudi Zerne sagt dazu: Der Verdacht gegen die Frau kam ja vor allem durch die Aussage von ihrer früheren Freundin und Vermieterin zustande. Hätte es jetzt nicht sein können, das wäre ja zumindest plausibel, dass die eine Frau der anderen Frau eins auswischen will? Die Kriminalhauptkommissarin sagt dazu: Denkbar wäre das schon. Aber es spricht viel dafür, dass die Zeugin die Wahrheit gesagt hat. Das Verhältnis zwischen René und Roxy war von Eifersucht und großer Gewalt geprägt. Auffällig war auch, dass kurz nach dem Auffinden des Toten die Wohnung von Roxy ausgeräumt war und sämtliche Möbel entsorgt wurden. Leider haben wir das erst mehrere Wochen später erfahren, sodass keine Spuren mehr gesichert werden konnten. Rudi Zern sagt dazu: Im Prinzip alle Spuren beseitigt. Inzwischen liegt der Mord ja fast 2 Jahre zurück, also zum Zeitpunkt der Sendung. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Ermittlung und was möchten Sie heute mit Ihrem Auftritt hier erreichen? Die Kriminalhauptkommissarin sagt: Es gibt sicher noch weitere Personen, die ein Motiv hätten. Wir ermitteln da weiter in alle Richtungen, sowohl den Tatverdacht gegen Roxy zu erhärten, als auch zu entkräften. Wir hoffen darauf, heute vielleicht auch andere Zeugen oder auch Mitwisser anzusprechen, die sich eventuell an uns wenden, um Hinweise zu geben. Ganz wichtig in diesem Fall sind natürlich wie immer Orte, an denen René am Mittwoch, dem 13. Juli 2021, vor seinem Tod noch gesehen wurde. Diese liegen alle ziemlich eng beieinander. Schauen wir uns nochmal das Ganze an. Das Ganze hat sich abgespielt in Wiesbaden im Stadtteil Mainz-Kastell, auf der nordöstlichen Rheinseite. René wurde dort gegen 18 Uhr an einer Tankstelle gesehen. Später am Abend soll er sich in der Wohnung von Roxy aufgehalten haben, in einem Wohngebiet zwischen Hamburgsweg und Berstädter Grabenweg. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen knapp 1 Kilometer entfernt entdeckt, an einem Bahndamm unterhalb einer Brücke, über die der Otto-Suhr-Ring führt. In direkter Nähe befindet sich eine Kleingartenanlage. Der Fundort ist eher abgelegen. Theoretisch könnte auch jemand René dorthin gelockt haben und ihn dann dort erschossen haben. Was halten Sie davon? Die Kriminalhauptkommissarin sagt: Die Spurenlage spricht dagegen. Zudem war René gesundheitlich stark angeschlagen und wäre zu Fuß dort niemals hingegangen. Wir gehen davon aus, dass er an einem anderen Ort erschossen wurde und dann dort abgelegt wurde. Rudi Zerne sagt dazu: Damit wären wir jetzt bei dem blauen Golf, der schon im Film ein wichtiges Thema war. Für Sie auch in der Ermittlungsarbeit. Was konnten Sie zu diesem Wagen bislang herausfinden? Die Kriminalhauptkommissarin sagt: An diesem Auto konnten wir bisher keine Spuren finden. Wir können trotzdem nicht ausschließen, dass er eventuell zum Transport der Leiche genutzt wurde. Es wäre daher interessant zu wissen, wer hat in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2021 einen blauen Dreiergolf mit Wiesbadener Kennzeichen gesehen und wer kann dazu Angaben machen. Weiter wäre interessant zu wissen, ob jemand im Bereich vom Rheinufer
in der Höhe der dortigen DLRG-Station oder auch am Mainufer Gegenstände gefunden hat, die mit dem Opfer im Zusammenhang stehen. Sprich die Tasche, Goldkette, Handys von René oder die Tatwaffe gefunden hat. Dazu sagt Rudi Zeller dann noch, die Gegend, von der sie sprechen, das ist der Bereich, in dem der Main in den Rhein mündet. Ja, damit endete dann auch die Nachbesprechung in dem Fall. Viel Neues gibt es in dem Fall leider nicht. Nach der Aktenzeichen-Y-Sendung soll es ein paar Hinweise mit konkreter Namensnennung gegeben haben. Aber anscheinend hat dies dann auch nicht wirklich weitergeholfen. Die Frage ist einfach nur, war es jemand aus dem Milieu, der ihn aus dem Weg räumen wollte? Oder vielleicht tatsächlich seine Ex-Freundin? Also wie schon gesagt, es gibt keine News. Ich wollte euch den Fall einfach nochmal in Erinnerung rufen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.